Schnickschnack, was geht ab, euer Nexbrix hier. Ja, noch früh am Morgen, hört es vielleicht an meiner Stimme noch hier halb verpennt. Aber macht natürlich am Morgen Pokémon Go spielen. Nee, Spaß beiseite. Und zwar scrollt man ja seine Facebook-Timelines durch. Und im Moment ist ja so alles da voller Pokémon Go. Alter, die Pokémon Go-Hype ist ja hier mega real. Und ich habe jetzt da eine Seite gefunden, wo anscheinend beschrieben wird, wie man Evoli beim Entwickeln halt beeinflussen kann, zu was es sich entwickelt. Und das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es nicht. Vielleicht hat die Seite mich nur verarscht oder so. Aber schau mal, wenn es funktioniert, wäre es auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und zwar soll das wie folgt funktionieren. Was? Wir haben Nebulak hier in der Nähe. Ja, ich sage, vorgestern soll ich auch wieder zwei Nebulaks im Bett. Ich sage, irgendwie spukt hier in mein Haus. Also ich sollte nächstes Mal einen Keller ein bisschen ausbauen. Vielleicht mal 2-3 Meter tiefer graben. Bestimmt wohnen wir irgendwie auf Leichen oder auf einem alten Friedhof hier. Ey, zu viel Horrorfilme geguckt. Ne, und zwar kennt ihr ja vielleicht noch aus der Pokémon-Serie diese drei Evoli-Trainer, die dann halt einmal einen Blitzer, einen Aquana und einen Flamara hatten. Und die hatten ja auch verschiedene Namen. So, wir gehen mal kurz auf das Foto. Das habe ich mir einen Screenshot gemacht. Das ist schon ausgeschnitten. Und zwar, oh Gott, seht ihr das überhaupt? Soll man nämlich sein Evoli einfach umbenennen, also einen anderen Nickname nehmen. Und zwar soll man es halt einmal Sparky nennen, wenn man einen Blitzer haben möchte. Dann Rainer, wenn man einen Aquana haben möchte. Oder Pyro für einen Flamara. So, dadurch, dass hier irgendwie in den meisten Arenen irgendwie Flug-Pokémon drin sind und Wasser-Pokémon, habe ich mich jetzt entschlossen, halt es Sparky zu nennen für einen Blitzer. So, kommen wir nochmal kurz wieder zurück ins Spiel. Und dann probieren wir das Ganze jetzt mal aus. Also wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice, wenn das jetzt klappen würde, weil ist ja halt doch schon ärgerlich, wenn man halt jedes Mal auf den Zufall warten muss, um mal zu schauen, welche Entwicklung jetzt aus Evoli kommt. Und ich habe ja teilweise schon bei einem Kollegen zweimal Aquana gesehen, so ein Kram. Also wenn das jetzt klappt, wäre es auf jeden Fall sehr, sehr nice. Könnt ihr dann gerne auch euren Freunden weiterteilen, wenn das funktioniert. Guck mal, ob es irgendwas Cooles in der Nähe ist. Mal gucken, ich ruhig das Nebulak eigentlich haben. Vielleicht taucht das ja noch auf in der Zeit, wo wir jetzt unser Evoli umbenennen und entwickeln. Aber auch genau 25 Evoli-Bonbons, also passt sehr, sehr gut. Und schauen wir mal, also Sparky jetzt für Blitzer. Blitzer ist ein cooles Pokémon, möchte ich sagen. So, Sparky umbenannt, zack, jetzt heißt es Sparky. So, dann will ich mal sagen, viel Glück ist beim Entwickeln, vielleicht klappt es ja, also wie gesagt, probiert es aus, wenn es klappt, dann ist es geil, wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. So, Evoli wird jetzt hier erstmal entwickelt und ich finde, das sieht auch mega geil aus, erinnert mich ein bisschen an die Digitation bei Digimon. So, Evoli entwickelt sich jetzt zu einem, theoretisch zu einem Blitzer. Ja geil, es funktioniert tatsächlich, ey, ist ja mal mega geil dieser Hack. Also wie gesagt, teilt es euren Freunden, wer 25 Evoli-Bonbons hat und nicht möchte, dass es zufällig ist, dass die Entwicklung zufällig wird. Wir nennen es einfach um. Ich zeige euch gerne nochmal kurz jetzt die Namen. Alter, wie hoch ist denn das Blitzer jetzt? Ich habe das doch nach Namen sortiert. Ah ne, komm. Ah, das ist wieder unter Sparky, weil ich jetzt Sparky genannt habe. Wo ist das denn? Sparky, 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 SP. Jetzt kann ich drauf geachtet, wie hoch jetzt mein Blitzer halt. 799, ja nicht schlecht, kann man lassen, oder? So, ist hier nochmal ein Pokémon aufgetaucht? Nein. Aber habe ich das jetzt zugemacht? Ne, ist noch auf hier in der Galerie. Also wie gesagt, Sparky halt umbenennen, wenn ihr einen Blitzer haben möchtet. Dann Rainer für ein Aquana und Pyro für ein Flamara. Also wenn euch das Video auch gefallen hat, lasst auf jeden Fall auch gerne einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Unterstützen, auch ein Abo da lassen für weitere Videos, wenn ihr die nicht verpassen möchtet. Und ja, wie gesagt, teilt es euren Freunden mit, dass man anscheinend die Evoli-Entwicklung beeinflussen kann. Ich denke mal, hat jeder was von. Gut, ich bin raus. Haut da rein.